Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video möchte ich euch das Einblatt vorstellen. Hier könnt ihr eine Pflanze von mir sehen. Ich habe mehrere, die werdet ihr auch gleich in dem Video sehen. Das Einblatt ist eine sehr schöne Pflanze, auch eine sehr häufige Pflanze und das ist auch gut so. Fast jeder hat sie zu Hause. Das liegt einfach daran, dass man sie mittlerweile auch überall kaufen kann. Und warum ist es gut? In erster Linie, weil das Einblatt ein wirklich spitzen Luftreiniger ist. Sie gehört zu den Top 5 Pflanzen der Luftreiniger, wenn sie nicht sogar unter denen die beste ist. Das weiß ich nicht ganz genau. Die NASA hat dazu mal eine Studie gemacht und wie gesagt, das Einblatt hat dabei wunderbar abgeschnitten. Es reinigt nahezu alle Schadstoffe aus der Raumluft raus. Und verstärken kann man den Effekt sogar noch, wenn man einen Luftreinigungstopf hat. Den habe ich hier für die Pflanze. Den kann ich euch unten gern mal verlinken. Wer auch Interesse an so einem Topf hat, kann sich den anschauen. Damit wird, wie gesagt, die Luftreinigung noch einmal verstärkt. Ja, das Einblatt, damit es wächst und gedeiht und auch schön blüht, muss natürlich auch richtig gepflegt werden. In erster Linie ist dafür der richtige Standort wichtig. Und da kommen wir auch gleich hin. Ich möchte euch deshalb das hier zeigen. Hier steht das Einblatt. Es ist ein Ostfenster, hier geht morgens also die Sonne auf. Circa 3 bis 5 Stunden Sonne sollte das Einblatt kriegen. Haltet es immer mal so gut, ja, 1-2 Meter vom Fenster entfernt. Bei mir steht es jetzt etwas dichter dran, das ist vielleicht ein halber Meter. Über die Kamera kann man das, glaube ich, nicht ganz so sehen. Ein Südwestfenster würde ich jetzt nicht empfehlen. Die direkte Mittagssonne mag das Einblatt nicht so gern. Da solltet ihr ein bisschen aufpassen, lieber 3-4 Meter dann wegstellen. Ein Westfenster wäre dann wieder das gleiche wie ein Ostfenster. Nordseite würde ich euch nicht unbedingt empfehlen, da ist etwas zu wenig Licht für das Einblatt. Es braucht so wie gesagt seine 3 bis 6 Stunden, 5 Stunden. Und von der Temperatur her sollte es tagsüber 15 und nachtsüber nicht kälter als 12 Grad sein. Als nächstes möchte ich euch den Punkt Gießen des Einblatts näher bringen. Ihr könnt hier alle drei Pflanzen von mir sehen. Einmal meine älteste und größte Pflanze, die ich von vornherein schon hier in einen solchen Topf eingepflanzt habe, einen Luftreinigungstopf, was ich gerade schon gesagt habe. Der hat auch einen Wasserspeicher. Das ist sehr gut. Da kann ich ihn gießen und muss nicht regelmäßig gucken, wie es meinem Einblatt geht. Denn das Einblatt braucht sehr viel Wasser, gerade in der Wachstumsphase und auch in den Sommermonaten. Ihr könnt hier meine beiden anderen Pflanzen sehen. Diesen hier habe ich aus einem Ableger mal selber gewonnen. Und hier ist eine zweite Pflanze, die etwas größer ist, die ich gekauft habe. Und man kann jetzt hier schon ganz leicht sehen, dass einige Blätter anfangen zu hängen. Ihr könnt hier den Unterschied sehen. Die Blätter stehen ja steil nach oben und hier fangen sie jetzt so ein bisschen an zu fallen. Und wenn ich schon mal so ein bisschen mit dem Finger gucke, ist das Substrat auch schon trocken. Das heißt, ich gebe ordentlich Wasser dazu. Bitte nicht so viel, dass Staunässe entsteht. Das verträgt die Pflanze gar nicht. Es kann auch mal sein, dass die Blätter komplett durchhängen und schon ja, sehr weich wirken. Das ist beim Einblatt kein Problem. Gibt einfach ordentlich Wasser dazu und dann richten sich die Blätter innerhalb von wenigen Stunden meistens wieder auf. Empfehlenswert ist natürlich bei so einer Pflanze immer ein Topf, wo man auch Wasser speichern kann. Da muss man nicht so oft nachgucken. Zweimal die Woche, manchmal sogar an heißen Tagen, je nachdem wie warm es bei euch ist, solltet ihr die Pflanze auch bis zu dreimal die Woche gießen. Wie gesagt, vermeidet dabei aber Staunässe. Zum Gießen nehme ich immer Regenwasser. Wer keins hat, kann auch weiches Wasser verwenden. Und mit dem Düngen verhält es sich so, dass ich das alle 2-3 Wochen in der Wachstumsphase mache. In den Wintermonaten gebe ich meinem Einblatt keinen Dünger. Als Düngemittel kann man einen ganz normalen Flüssigdünger verwenden. Den kann ich euch auch gerne unten mal in der Videobeschreibung verlinken, welchen ich für die Pflanze empfehlen würde. Und ihr könnt es aber auch einfach machen, günstiger machen. Wer Kaffeetrinker von euch ist, kann mal eine kalte Tasse Kaffee mit ins Gießwasser geben oder kann halt auch Kaffeesatz im Gießwasser auflösen und damit auch ganz normal die Pflanze düngen. Ungefähr alle 3 Jahre sollte das Einblatt einmal umgetopft werden. Dabei sollte das Substrat dann auch erneuert werden. Ein guter Hinweis dafür, ob es soweit ist zum Eintopfen, kann man einfach machen, indem man sich die Pflanze von unten mal anschaut. Wenn hier schon der Wurzelballen rauskommt, dann ist es höchste Zeit. Und der beste Zeitpunkt zum Umtopfen ist im Frühjahr, bevor dann die Wachstumsphase von der Pflanze beginnt. Da einfach in ein nächstgrößeres Gefäß umtopfen und somit hat die oder hat das Einblatt dann auch die Chance zu wachsen und größer zu werden. Im Prinzip wie diese Pflanze, die ihr hier sehen könnt,
Die wurde natürlich von mir auch nicht von Anfang an in diesen Topf gehalten, sondern erst als sie größer wurde, eingetopft. Ein weiterer Pflegehinweis, was ich euch übrigens auch empfehlen möchte für eine schöne Blüte, ist immer mal, wenn ihr so vertrocknete Blätter oder Blüten habt, diese so nah wie möglich an der Pflanze herauszuschneiden. Das bietet der Pflanze die Möglichkeit, neu auszutreiben und natürlich auch neue Blüten zu bilden. Bei der Pflege vom Einblatt ist auch noch wichtig, auf einige Indizien der Pflanze zu achten. Hier zum Beispiel kann man sehen, dass dieses Einblatt braune Blätter bekommt. Ich habe jetzt auch einige davon eben gerade schon rausgeschnitten. Das ist meistens ein Zeichen von zu trockener Luft oder auch zu viel Sonnenlicht, wobei es mit dem Sonnenlicht bei der Pflanze nicht das Problem ist. Sie steht sogar noch etwas weiter weg vom Fenster als diese. Da könnte man also eher sagen, sie bekommt vielleicht zu wenig Licht. Allerdings wären dann die Blätter auch sehr, sehr stark grün gefärbt, was hier eigentlich auch der Fall ist im Vergleich zu dieser Pflanze. Ich denke, hier hat es an der Heizungsluft gelegen. Die Heizperiode ist jetzt vorbei seit einigen Wochen. Und die Pflanze hat relativ viel trockene Luft bekommen. Dem kann man natürlich vorbeugen, indem man das Einblatt regelmäßig mit einer Sprühflasche und Regenwasser besprüht. Das mag sie sehr gern, weil sie auch sehr gern eine hohe Luftfeuchtigkeit mag. Und das ist dann im Winter in der Heizsaison wirklich sehr schwierig. Vermehren lässt sich das Einblatt, wie ich finde, am besten durch Teilung. Man könnte es auch über einen Samen machen, der aus der Blüte kommt. Das habe ich aber selber noch nicht probiert. Ich habe es, wie gesagt, durch Teilung gemacht. Das heißt, am besten, wenn du die Pflanze umtopft, dann steckt ihr oder schneidet oder reißt ein kleines Stück der Pflanze mit der Wurzel ab und topft es in einen weiteren Topf ein. Und so habt ihr aus einer Pflanze dann zwei gemacht. So, kommen wir mal zur Blüte des Einblatts. Wie ich finde, ist die Blüte sehr schön. Und in der Regel dauert sie 2 bis 3 Monate. Bei mir ist es immer so, dass sie im Monat Mai ungefähr anfangen zu blühen, dann meistens auch bis in den Winter rein. Das heißt, die eine Blüte verblüht nach 2 bis 3 Monaten. Ich schneide sie dann recht kurz an der Pflanze ab und woanders treiben neue Blüten wieder aus. Das Ganze ist immer bis in den Winter bei mir hinein, danach leider nicht mehr. Wobei das Einblatt auch kontinuierlich durchblühen soll. Und man kann das wohl fördern, indem man die Pflanze absichtlich beschädigt, das heißt irgendwo was rausreißt. Da muss ich ehrlich gestehen, das habe ich bisher noch nicht probiert. Mich schreckt das ein bisschen ab, einfach was rauszureißen aus der Pflanze. Ich weiß auch nicht, wie viel es sein muss. Aus dem Grund lasse ich es einfach und erfreue mich dann, wenn das Einblatt dann im Frühjahr wieder anfängt zu blühen. So, hier hat das Video angefangen und hier soll es auch enden. Bitte denkt daran, dass das Einblatt leicht giftig ist. Von daher achtet darauf, dass weder Kinder noch Haustiere die Blätter verzehren. Das kann Schaden zufügen. Und während der Heizsaison ist das Einblatt leider sehr anfällig für Spinnenmilben oder für Milben. Und das kann man aber einfach vermeiden, indem man, wie ich vorhin schon gesagt habe, regelmäßig mit Regenwasser die Pflanze übersprüht. Ja, das war's zum Video des Einblatts mit den Pflegehinweisen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, zeigt es mir bitte mit einem Daumen nach oben. Abonniert doch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!